Mein Name ist Sven Weyer, trainiere seit 2 Jahren hier im ProFitness und bin 25 Jahre alt. Also im Training speziell angefangen hatte ich 2011. Das war aber eher so Larifari zu Hause mit ein paar Bänken, mit einer Langhandel, mit ein paar Kurzhandeln. Richtig fürs Bodybuilding interessiert habe ich mich 2013. 2018 bin ich dann bei dem Verband GmbF, das ist Deutsch Natural Bodybuilding, Deutscher Meister geworden in der Athletikklasse ab 1,78 Meter. Natural Bodybuilding macht aus, indem es ein gesunder Lifestyle ist, man nicht ins Überextreme geht, wie jetzt zum Beispiel auch unter anderem verbotene Substanzen zu nehmen. Ich trainiere in der Woche 4 bis 5 Mal, teilweise auch 6 Mal die Woche. Joggen bzw. Cardio mache ich eher weniger. Wenn, dann gehe ich halt nach dem Training nochmal so 10, 15 Minuten aufs Laufband oder auf den Stepper, um halt nochmal die Fettverbrennung ein bisschen anzuregen. Aber letzten Endes findet die Fettverbrennung natürlich in der Ernährung statt, beziehungsweise halt in Verbindung mit dem Kraftsport. Also meine Ziele für die Zukunft habe ich bislang erstmal noch gar nicht gesteckt. Erstmal jetzt 2, 3 Jahre Pause machen, auf mich konzentrieren, auf die Familie und auf die Beziehung natürlich. Der Sport bleibt nach wie vor, wie auch die saubere Ernährung, die Gesundheit. Ich sehe das leider auch viel zu oft in den Studios hier oder generell auch im Internet. Die jüngere Generation, dass die eher auf mehr Gewicht Wert legt und eher die saubere Ausführung vernachlässigt. Um noch mal ein paar Tipps loszuwerden, würde ich gerne ansprechen, natürlich im Trainingsbereich auf saubere Technik zu setzen. Was das Trainingsvolumen angeht, langen 45 bis 60 Minuten Training, 3 bis 4 Mal die Woche. Man kann natürlich auch mehr öfters ins Studio gehen. Und nicht zu vergessen natürlich der Schlaf bzw. die Regeneration, die das A und O ist. Was sind so deine größten Sünden, was Ernährung oder so angeht? Meine größten Sünden in der Ernährung ist die Pizza.